Willkommen, liebe Freunde, zu einer neuen Runde Star Wars The Old Republic. Ich beginne heute direkt mal mit zwei tollen Nachrichten. Die erste Nachricht, auch wenn ich ihn gerade nicht spiele, weil nichts anderes aufging, dazu komme ich gleich noch. Der Hexerheiler von mir ist jetzt auch ready, full equipped, also auch mit dem können wir starten. Alle drei Heiler sind jetzt auf 341 sogar. Gut, ich konnte sie natürlich auch schon vorher spielen, auch den Hexerheiler. Aber das ist jetzt einfach nochmal eine ganze Stange schöner. Vielleicht gehen auch ein paar random Nimruns. Wir wissen es noch nicht. Mal schauen, was sich so ergibt. Die zweite Nachricht. Wir bekommen den Montag und den Mittwoch als Streaming-Tage zurück. Da ändert sich bei mir jetzt so einiges. Die Sache ist auch schon durch. Und damit meine ich als Streaming-Tage zurück, dass wir nicht erst um 21 Uhr anfangen, sondern schon deutlich früher. Schon so um 20, manchmal auch 19 Uhr. Schauen, was sich so ergibt, wie auch ich dann noch unterwegs bin. Jetzt erstmal, was gibt's heute? Nochmal ein bisschen arbeiten am Darth Malgus-Kader. Wir spielen mit dem Burst-Jug. Den nochmal ein bisschen nach oben. Hammerstation ist immer ein sehr beliebter Berater. Ich hoffe nochmal auf so ein Doppel-XP-Event, aber was nicht ist, kann hier noch werden. Kann das dann? Jo. Ich freue mich schon darauf, den dann auch wieder im PvP zu haben, hier auch im zweiten Kader. Wichtiger Bestandteil meines PvP-Kaders tatsächlich. Kommt der jetzt um die Ecke? Nö. Okay, wir müssen hier kämpfen. Ich habe halt immer im PvP so einige Favoriten, die ich dann natürlich häufiger spiele. Wobei es auch da jedes Mal darauf ankommt, spiele ich Kriegsgebiet oder spiele ich Arena. Da variiert tatsächlich die Variante sehr stark. Ah, wir haben ein Plündern. Was sag ich schon, Plündern? Hacken. Hacken war's. Haben wir auch nett. Ich weiß noch nicht, ob ich wieder so die Einteilung mit den Streams sein wird. Ich würde das auch so ein bisschen so wochenplanabhängig machen, was dann so für Events sind. Das Morgen beginnt zum Beispiel, also am Mittwoch, World of Warcraft Zeitwanderungs-Dungeons. Auf die freue ich mich ja auch immer. Dieses Mal geht's, glaube ich, nach Pandaria. Mit so meinem Lieblingspart. Muss ich nicht erwähnen, dass die fleißig gelaufen werden. Da gibt es noch einiges, was nach oben möchte. Einiges, was nach oben muss. Auch in den Streams. Das wird definitiv passieren. Und zuletzt habe ich gesehen, dass auch SWTOR Random OPs wieder sehr gut gehen. Also auch HC wurde fleißig gesucht. Würde ich jetzt aber so nicht so auf die einfachen immer gehen. Sondern tatsächlich dann auch mal so auf so eine Wüter HC. Also auch da wird wieder einiges dazu kommen. Naja, ich freue mich jedenfalls erstmal, dass ich zwei feste Streaming-Tage bekomme. Im Moment werde ich sie, wie gesagt, mit den Streams füllen, weil es steht gerade sonst jetzt nicht so groß an. Ich muss gerade im Hintergrund, was da läuft, an vielen Stellen einfach warten und mich in Geduld üben. Was auch nicht das Schlechteste ist. Da jetzt so Geduld nie so meine Stärke war. Aber es langsam wird. Es langsam wird. Ich freue mich auch tatsächlich so auf die ersten saftigen Runden mit dem Hexerheiler. Den habe ich ja bisher nie so aktiv gespielt. Da waren ja immer Sabo und Merc weiter vorne. Das soll sich jetzt auch ein bisschen ändern. Ich freue mich schon. Ich hoffe, ihr freut euch auch.
Wie gesagt, alle drei Heiler sind jetzt ready, das heißt, ihr kriegt jetzt die volle Ladung Heiltipps von mir. Jetzt kann ich mal zeigen und mir den Ruf als bester Heiler hier auf Tulakort erobern. Und danach holen wir uns den besten Heiler auf Dathmalgus und danach den besten in ganz Esvetor. Ich will der Allerbeste sein. Jetzt dürfen alle weitersehen. Aber ich denke, wir sind schon sehr weit oben. Spielen wir oben mit, was Heilen angeht. Ich habe da kein Gefühl für tatsächlich, wie auch so andere da im Moment abschneiden. Also ich würde mal sagen, wir so, also dass ich jetzt so wirklich so einer der Besseren bin. Vielleicht sogar schön weit oben. Man weiß es nicht. Was auf jeden Fall für mich sprechen sollte, ist, ich kann den Sabo spielen. Wobei ich jetzt zuletzt auch zumindest in SM-OPs wieder viele Sabo hier jetzt gesehen habe. Also, da kommt was zurück. Ich freue mich jedenfalls jetzt auch wieder auf die Variante mit drei Heilern. Das wird auf jeden Fall sehr, sehr schön. Da freuen wir uns jetzt schon drauf. Ich werde das Beste draus machen. Es ist ja im Moment nach meinem aktuellen Wissensstand keine neue Erweiterung angekündigt. Das heißt, wir können in aller Ruhe das erstmal sehr, sehr lange genießen. Bei WoW zum Beispiel ist ja schon neue Erweiterung angekündigt. Kommen die im August? Ich meine, ich habe gelesen, dass sie im August bereits kommen. Also 6 Monate. So, als ich halt noch deutlich mehr Zeit ins Gaming investiert habe, war das natürlich viel. Jetzt, wo ich halt auch so ein bisschen so Zeit rausnehme für andere Sachen, andere Projekte, ist das natürlich nicht mehr so viel. Muss man ganz klar sagen. Wir fangen es auf und machen das Beste draus. Das wird schon. So, für heute war es das aber erstmal. Wir sind hier gut durchgekommen. Wir haben tatsächlich auch ein paar Level nach oben geschafft. Ja, danke jedenfalls, dass ihr dabei wart. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, ich kann euch eine Freude machen damit, dass wir wieder mindestens 2 feste Streaming-Tage haben. Da freue ich mich, wie gesagt, schon drauf. Und ansonsten werden wir einfach so den Rest so nach den Wochenplänen, die werde ich so jetzt zeitnah wieder einführen, so zur nächsten Woche hin. Das war's jedenfalls. Danke, dass ihr dabei wart. Danke fürs Zuschauen. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.